Gute Arbeit. Na bitte, das geht dann geht hoch. Und plötzlich ist da irgendeiner, der da rumläuft. Vielleicht sollte ich mal die andere Waffe verwenden, die scheiße ist. Und da reingeht, meine Fresse. Juhu! Nein, da rein! Sag ich doch, die Waffe ist scheiße. Müsst echt gut treffen. Na, das gibt's doch nicht. Die trifft nie den genau, also da nehme ich doch lieber die Laserkanone. Jetzt ist er wach geworden. Oh mein Gott, ich muss so viele Eier essen. Ich muss bestimmt über diese Suppe durch. Aber na gut, hier gibt es ein paar Holzdinger. Alle ab und drüben. Yippie, Munition für dein Maschinengewehr. Ich habe hier irgendwo einen gehört. Wo ist er denn? Utz, 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 utz. Tja, die gewohnte Davilex-Musik klingt wie im Puff. Klingt wie ein 50-Pfennig-Puff. Sag mal, bei Thief sind wir aber jetzt nicht gerade, oder? Erinnert mich gerade so dermaßen daran, aber ich glaube, die Grafik bei Thief ist viel besser. Oh, die Schritte, ey. Ich habe Angst vor diesen Schritten. Ach so, hier sind immer welche. Ich will nicht wissen, was ihr beiden hier drin gemacht habt. Das will ich beim besten Willen nicht wissen. Jetzt will ich es erst recht nicht wissen, wenn schon drei hier drin sind. Oder einer hat einen Schlüssel. Aha, das ist ja ein goldener Schlüssel. Genau das Richtige, um ein Gitter zu öffnen. Da kann man sich eine goldene Nase daran verdienen. Ha, 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 ha. Oh, kann ich die erwischen? Tatsächlich, ich kann über das Gitter schießen. Geil. Also Respekt, Davilex. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das kann. Dass ich hier tatsächlich in der Lage bin, durch Gitter zu schießen. Und da haben wir einen... Oh, wunderschön. Ein goldener Kelch. Na, oh, wunderschön. Ich kann mich aufgeilen an goldenen Kelchen. Oh, das betont meine Figur. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde goldene Kelche einfach super geil. Ist doch nur ein Trinkgefäß. Mehr ist es doch nicht. Huch. Ach, wo kommen wir denn hier raus? Hinter dem Gitter. Da haben wir die Schlüssel doch gar nicht benötigt, oder? Ach nee, wir sind bloß auf der anderen Seite. Und das Ding öffnet sich auch automatisch. Und wir haben schon wieder keine Waffe. Genau hier haben wir gar keine Waffe. Ich weiß nicht warum. Oh. Versteckt sich etwa hier der Schatz von Indiana Jones? Ewiges Leben, Dr. Jones. Der heilige Gral. Ah ne, da war ja da gar nicht drin. Da war ja etwas, wo man nicht hinsehen sollte. Gehen wir einfach mal durch die Türen und ja mal einen Checkpoint. Grundsätzlich hat jedes berühmte Gebäude in Deutschland einen roten Checkpoint. Da müsst ihr einfach mal ganz genau drauf achten. Geht mal in den Kölner Dom, geht mal ins Hamburger Rathaus, geht mal in ein Gebäude neben dem Brandenburger Tor in Berlin. Ihr findet definitiv so ein Ding. Garantiere ich euch. So, 60 FPS, weil hier gar nicht viel zu sehen ist. Ein geheimes Tor, wo ich nicht rauslaufen möchte. Weil ich möchte mir, glaube ich, erstmal die anderen Türen ansehen. Na, hier sind noch drei Stück. Ich glaube, dann können wir da hinten dieses Ding öffnen und dann mal gucken. Hier können wir nämlich auch noch durch. Aber das sind nur ganz kleine Räumchen, wo die Priester mit den Kindern spielen können. Das klingt aus so vielen Ebenen falsch. Okay, da konnte man einfach nur Helfdinger einsammeln.
Okay, haben wir schon ein paar Gegenstände eingesammelt. Ich glaube, ich weiß schon mal, wie man den Schlüssel einsetzen können, aber wofür ist der Kelch? Also man hat ja scheinbar irgendwie versucht, dieses Gitter dreidimensional darzustellen. Das sieht eher aus wie ein 3D-Modell von diesem einen Modellierungsprogramm von Google, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Ich weiß nur nicht mehr, wie das heißt. Autodesk irgendwas? Keine Ahnung. Ja, es klappt. Das Gitter ist offen. Und ich habe sogar geöffnet, ohne dass ich den Schlüssel ins Schloss reingesteckt habe. Wahnsinn! So, was ist jetzt mit dem Ding eigentlich? Ach, das Ding darf ich nicht mitnehmen. Müssen wir hier runter. So, wir haben unsere Waffe wieder gezückt und hier ist natürlich wieder ein Us-Lager unter dem Kölner Dom. Oh, wir haben offenbar extra Leben. Extra viel Leben. Ich glaube, die werden wir auch bitter nötig haben, wenn wir jetzt darüber wollen. Warum ist da eigentlich ein Fass und warum juckt es mir gerade unter den Achselhöhlen? Fragen über Fragen. Ach so. Ich habe jetzt gerade den Kelch dahin gestellt und was macht der? Den werden wir nie wiedersehen, der wird rosten. Ja, das ist es. Ganz schön clever, muss ich sagen. Du hast die Tür geöffnet. Welche? Welche Tür soll ich geöffnet haben? Also auf jeden Fall wird hier dieses Us nicht abgeflossen. Hätte ich mir auch irgendwie denken können, dass die Kisten dann immer noch da sind. Ach so, das macht das Tor wieder zu. Also wir können das auch wieder zumachen, das ist interessant. Nur wie fangen wir denn jetzt am intelligentesten an, hier rumzuspringen? Wir müssen ja zwangsläufig runterspringen. Ah. So, halt. Ach Mensch. Habt doch echt nichts Besseres zu tun hier. Komm, ich studiere. Und da rein. Der lebt ja noch. Die leben ja beide noch. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Schüsse. Eigentlich kann ich auch rüberspringen. Ja, mit dem Ding. Jetzt bist du wieder total aufgepeppt. Nö, also Beauty Styling habe ich nicht vorgenommen mit den Dingern. Und hier, du lebst noch. Du kleiner Fiesling. Die sehen so niedlich aus. Gab es von denen eigentlich ein Kuscheltier? Das hätte ich gefeiert, wenn wir das Spiel damals gehabt hätten. Wenn mein Vater das geholt hätte. Hätte er sich bestimmt geholt bei dem Preis. Ne, dann... Jetzt ist das Tor wieder zu. Diese Tür muss auf andere Weise geöffnet werden. Ja, mit dem Schalter da hinten. Ich glaube, ich muss wieder nach hinten springen. Oder ich muss ganz, ganz flott davor. So. So. Sprung, 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 Sprung und rüber. So. Gut. Gehe schnell durch den Gang zum alten Mann. Aus geheimen Quellen habe ich gehört, dass während der Invasion in Köln etwas ganz schön schief gelaufen ist. Eines der Raumschiffe der Grobber ist nämlich während der Invasion ziemlich unsanft gelandet. In den Raumschiffen gibt es immer massig Informationen. Versuche, in das Raumschiff zu gelangen und an wichtige Informationen zu kommen. Wer weiß, vielleicht erfährst du, was die Grobber als nächstes vorhaben. Dringen das Grobber-Raumschiff ein. Also wir sind jetzt im Altermarkt von Köln. Wäre noch geiler gekommen, wenn wir an der Messe, im Messegelände irgendwas gemacht hätten. Versuche das Raumschiff zu finden und es zu zerstören. Und wie zum Teufel soll ich hier vorbeikommen? Kann ich mich ducken? Gab es denn irgendeine Funktion zum Ducken? Ich hab ja die Anleitung hier, da kann man doch eigentlich mal ganz schnell... die Tasthimmelfehle mal nachschlagen. Wenn man das schon mal da hat. Schießen Communicator. Wir haben einen Communicator. Achso. Versuche das
Raumschiff zu finden und es zu zerstören. Aber scheinbar gibt's das nicht. Wir können nicht springen. Mist, sieht aus wie Laserstrahlen. Es ist hier ganz schön gesichert, aber warte mal, sie strahlen nicht durchgehend. Vielleicht kannst du doch noch daran vorbei, aber sei vorsichtig. Ja, wir könnten irgendwie vorbei, wenn wir uns die Reihenfolge merken könnten, wie die gerade aufstrahlen. Gut, jetzt können wir zum Beispiel an diesen Laserstrahl vorbei, aber ich glaube, der macht uns gleich wieder platt. Komm, weg mit dir. Oh, und weg mit dir. So, gut. Wer macht die auch da dran? Du denkst, dass du das alleine schaffst? Nie und immer. Ja, das kriege ich doch hin. Wenn ich nicht gerade so klinge, als ob ich 10 Kilogramm Mett gegessen hätte. Huch. Ich erwisch dich da oben. Winzling. Erstmal die Dinger hier erwischen. Da haben wir wenigstens ein bisschen Leben hier, was wir aufsammeln können. Ich bin zum Glück auf leicht, also. So. Na komm. Ja, ich bin der Capu. Capu? So. Jetzt haben wir den auch erledigt. Huch. Aber da oben ist ja noch einer. Ja. Ein bisschen Leben aufsammeln und. Wir haben noch selber die Waffe. Ja, und die fliegt raus. Alter, die Waffe ist scheiße. Was haben wir denn hier noch alles? Das ist kein Durchgangstor. Da kommen wir auch nicht durch. Oh. Aber mit seinen eigenen Waffen kann er sich nicht erledigen. Das ist doof. Oh nein, nicht schon wieder. Die Tür ist wohl abgeschlossen. Welche Überraschung. Wir können hier runter. Okay, wo kommt man denn da hin? Achso, wir kamen auch von da. Hm. Tja, wir können irgendwas machen, wenn wir den da oben erledigt haben. Dafür muss der erstmal stehen bleiben. Huch, das war gerade ein bisschen basswuchtig. Der verpisst sich aber auch immer wieder. Tja, wie erwischen wir den am besten? Können wir uns hier irgendwo verstecken? Wir können auf dieses Gitter hochklettern. Und wir sind jetzt hinter dem Gitter. Hilft uns aber nicht weiter. Wir können ja nirgends hochklettern. Alter! Jetzt haben wir den erwischt. Okay. Damit haben wir erstmal Ruhe. Und können erstmal gegen die eckigen Büsche pinkeln. Okay, das ist offenbar ein sehr gigantisches Raumschiff, was offenbar am Altmarkt in Köln gelandet ist. Welch erfreuliche Überraschung. Also, das ist mal wieder eine ordentliche Attraktion, die Köln jemals hatte. Nein, Gamescom ist doch keine tolle Veranstaltung. Ich bitte euch. Ja? So, dann gehen wir mal hier durch. Ist natürlich verschlossen. Sag mir bloß, ich weiß wieder nicht, wo ich hier hin soll. Das ist verschlossen. Ach, hier kommt man durch. Okay. Auch gut. Huch, sag mal. Mach dich wieder auf. So. Hier ruckelt's gewaltig, weil es ja in Details nur so explosioniert. Sieh mal. Eine Bußpumpe. Aber. Sie funktioniert nicht richtig. Sieht aus, als ob eine Sicherung fehlt. Warum will ich auch zum Teufel eine Us-Pumpe betreiben? Obwohl, macht schon irgendwo Sinn. Yippie, Munition für dein Maschinengewehr. Yippie, noch mehr nervige Anweisungen von dieser blöden Tusse.
Die heißt übrigens Lea. Lea, du hast es wohl nicht leicht. Muss jeden annerven. Du blöde kleine Schlampe, nervst wirklich jeden. Ja, funktionieren können die noch, kann die noch nicht, weil da eine Sicherung fehlt. Da ist eine Sicherung durchgebrannt. Na klar, die ist ja nur direkt um die Ecke, in einer Kiste, in einer gigantischen Kiste ist dieses Ding da, diese Sicherung für die Pumpe, für die US-Pumpe versteckt. Vor allen Dingen ungepolstert, also wenn ich so ein Ding über eBay gekauft hätte, ich hätte den Verkäufer Sieh mal dort, sofort verprügelt. Vielleicht kannst du die Sicherung in die Pumpe stecken. Vielleicht kannst du mal die Schnauze halten.